Ich darf dich ganz herzlich begrüßen zum kommenden Vollmond im Zeichen Jungfrau. Wir haben beim letzten Beitrag den Schwerpunkt Traum und Wirklichkeit etwas beleuchtet. Das Thema haben wir immer noch. Wir haben die Sonne mit Neptun in den Fischen in Opposition mit Mond in der Jungfrau. Das heißt, diese sehr feinstoffliche, hochschwingende Energie von Sonne, Neptun mit Merkur, auch rückläufig bis zum Vollmond im Zeichen Wassermann, und dem geht einher eine starke Ballung oder eine starke Dominanz der Erdzeichen im Zeichen Steinbock, Jungfrau und Stier. Das heißt, das Geistige möchte auf die Erde, das Geistige möchte sozusagen hier entsprechend auch manifestiert werden. Und das, was wir hier als wesentliche Grundlage für Manifestation, um das es hier geht, dass wir hier das wirklich erkennen, was möchte durch uns in die Lebendigkeit, in die Welt, aus unserer Essenz heraus mit Sonne, Neptun. Und das ist das, was jetzt an sich ganz wichtig ist, dass wir das erkennen. Und die Grundlage dieses Manifestierens ist ja, dass wir dieser Schöpfer sind, diesen Schöpfergeist in uns tragen, dass wir aus der göttlichen Matrix diese Downloads haben, alle spüren wir diese Effekte mit Merkur, Wassermann. Und das heißt, diese Qualitäten ist etwas mehr zu betonen, wäre eine wunderbare Angelegenheit angesichts der globalen generellen Situation, auf die ich etwas später zu sprechen komme. Wegschauen geht nicht, aber wir brauchen dafür eine gute Basis, die uns sozusagen hier in die Kraft bringt, in die Klarheit bringt, was unser wahres Wesen betrifft. Und dieses wahre Wesen, wenn wir hier von unserer Essenz sprechen, was ist dieses wahre Wesen? Das wahre Wesen, das niemals geboren wurde und niemals sterben wird. Das bist du, jenseits deiner Körperlichkeit. Und das ist dieser Teil deiner Essenz, dieser Wahrheit, dessen dürfen wir uns nun bewusster werden, sich dem gewahr sein, dass es etwas ist, was wir sind. Ich sage bewusst es, weil es nicht Männchen, Weibchen hier gibt, sondern es ist ein Prinzip, das jenseits dieser 3D-Version in uns lebt, durch uns lebt und durch uns nun auch mehr in die Welt möchte. Und dieses Bewusstsein, dass es diese Kraft, diese Schöpferkraft in uns gibt, dass wir eine unsterbliche Wesenheit sind, mag uns auch die größte Form der Sicherheit geben, die nun auch aufgrund dieser Erddominanz ganz wesentlich ist, weil Sicherheit könnte hier etwas ins Wanken geraten durch das Prinzip Uranus-Venus zu diesem kommenden Vollmond im Zeichen Jungfrau. Jungfrau steht auch für das Körperliche, für Gesundheit. Es steht auch für das Rationale, für das Vernünftige. Es steht auch dafür, dass wir in dem Kontext auch für Vorsorge vielleicht Maßnahmen setzen können. Nicht? Und da sind wir schon bei einem heiklen Punkt, denn all das, was da draußen geschieht, lässt uns vielleicht nicht ganz kalt oder macht uns auch etwas unruhig. Umso wichtiger ist es, dass wir uns dieser Kraft, unserer Essenz dessen, dass wir die Schöpferkraft bewusster wach küssen, wach rütteln, im wahrsten Sinn des Wortes, und genau diese Disziplinen auch dahingehend üben, dass wir jeden Tag an dem arbeiten, im wahrsten Sinn des Wortes. Wir haben die starke Steinbockballung noch immer, das heißt, Mars im Steinbock ist auch der Bereich, die Energie, die am Wesentlichen arbeitet. Das heißt, es mag auch sein, dass jetzt die Zeit etwas zu Ermüdungserscheinungen führt mit der starken Fischeballung, und Mars im Steinbock ist nicht so das große Aktivierungsniveau. Umso wesentlicher ist es, diese Zeit, wo wir körperlich etwas vielleicht uns mehr besinnen auf das Wesentliche auch, dahingehend auch uns konzentrieren, welche Schritte sind es wirklich wichtig für unser Leben. 10 Tage vor diesem Vollmond, also zum Entstehen des aktuellen Videos, circa um den 25. Februar, ist dieser Mars auch in Konjunktion mit diesem unteren Mondknoten, wo es darum geht, was möchte ich nicht mehr tun, uns dessen bewusst zu werden, was wir tun,
worin unsere alltäglichen Gedanken bestehen, im Kontext auch der Jungfrau, Mond in der Jungfrau, und der Merkur herrscht, die Jungfrau ist im Wassermann, der möchte andere Gedanken in den Alltag bringen, nicht? Aber dafür braucht es etwas mal eine Inventur dessen, sich gewahr zu sein, was denke ich den ganzen lieben langen Tag? Denn das ist das, was sich letzten Endes auch durch meine Taten in die Welt manifestiert. Sich unsere Gedanken gewahr zu sein, bewusst zu sein und das sozusagen wirklich auch als Quelle von all dem, was wir in der Welt sind oder sein werden, verstehen und mit dem entsprechend umgehen, wäre hier eine ganz wichtige Angelegenheit anlässlich dessen, dass auch am Tag nach dem Vollmond Merkur wieder direktläufig sein wird und bis 11. April dann auch weitergeht in das Zeichen Fische. Das heißt, wir haben jetzt eine wunderbare Zeit, uns mit diesen wichtigen Gedanken aus unserer Essenz heraus zu beschäftigen. Was möchte ich hier in die Welt bringen? Was möchte ich hier manifestieren? Worin besteht meine Schöpferkraft, meine Sicherheit? Die ist tief in mir und dort kann ich letzten Endes diesen Frieden in dieser Stille finden. Und all das, was im Außen passiert, wird nicht an mich herankommen, denn das, was hier ist, am Leben ist, ist unendlich und wird nie von irgendwelchen äußeren Faktoren, Kriterien sozusagen hier beeinträchtigt sein können. Wichtig dennoch ist es, dass wir in der Welt, in der wir leben, natürlich auch hinsehen. Ich habe vorhin das Stichwort Vorsorge getroffen. Und ich habe es bei den letzten beiden Videos angesprochen und ich werde dieses Gefühl, diesen Gedanken nicht los. Es wird auch natürlich darüber viel gesprochen in den Medien. Wir haben hier am 12. Jänner dieses Prinzip von Saturn-Pluto-Konjunktion erlebt. Ich komme aus der Wirtschaft und habe natürlich hier von meiner Herangehensweise natürlich schon auch sehr rationale, kritische Prozesse laufen, indem ich das, was andere sagen, schreiben, nicht so beiläufig übernehme. Aber dennoch, wenn wir hinschauen, wo immer diese Saturn-Pluto-Konjunktion, Quadrat-Opposition waren in der Geschichte, hatten wir immer große Wendepunkte, entweder durch kriegerische Handlungen, ob es der Kalte Krieg war, der Erste Weltkrieg 1914, oder auch dann die Wirtschaftskriege sozusagen, die in den 80er Jahren dann losgingen, gibt es eine gewisse Signatur. Und wie gesagt, es geht nicht um Angst machen, Unsicherheiten erzeugen. Wir sind weit davon entfernt, angesichts dessen, was es hier an Bewusstheit gibt. Dennoch braucht es dieses Hinschauen. Und was ist zum Zeitpunkt dieses 12. Jänner des heurigen Jahres entstanden, aufgetaucht? Ich habe die letzten 6 Wochen erst medial etwas beobachtet. Es war letzten Endes der Coronavirus. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Kriege der heutigen Zeit nicht mehr mit konventionellen Waffen geführt werden, sondern durch andere Maßnahmen, um gewisse Ziele zu erreichen, und das, was hier damit einhergeht, eben das Destabilisieren des gesamten Weltwirtschaftssystems. Man denke nur daran, dass hier bereits einige Fabriken stillgelegt werden oder wurden und das weiterhin so passieren wird. Das heißt, wenn einzelne Elemente aus dem konkreten Wirtschaftslieferantensystem wegfallen, weil die Betriebe stillgelegt werden aufgrund dieser Situation, kann man davon ausgehen, dass hier gewisse Produkte, und in der Autoindustrie gibt es bereits die ersten größeren Effekte, nicht mehr hergestellt werden können. Das heißt, die Kettenreaktion davon ist unermesslich. Losgelöst davon, dass der Virus ja uns vielleicht nicht so sehr betreffen wird, wenn wir bewusst sind, unser Immunsystem gestärkt haben, aber wirtschaftlich, weltwirtschaftsbezogen, hat das natürlich einen ganz anderen Effekt, der hier natürlich uns alle nicht ganz kalt lassen wird. Umso mehr ist es wichtig, dass wir hier Ruhe bewahren, dass wir uns nicht von diesen medialen Berichterstattungen, die meistens sehr einseitig gefärbt sind, nervös und krank machen lassen sogar, sondern dennoch hier mit einem kühlen Kopf Vorsorge treffen für unser leibliches Wohl,
Und da haben wir auch sozusagen das Thema mit der Jungfrau natürlich, das Thema des Körperlichen, des Reinigens, des Vorsorgens, des Vernünftigseins, versus dieser Illusion, zu sagen, betrifft uns alles nicht. Das ist irgendwie, glaube ich, keine gute Haltung, weil Dinge geschehen können, die uns wir vielleicht gar nicht vorstellen können und Bewegungen hier im Gang sind, die tatsächlich, wenn ich jetzt nicht bewusst hinschaue und zugleich auch irgendwie stark bleibe, einfach einen anderen Effekt haben, als es mir lieb ist. Und wir haben auch zu diesem Zeitpunkt natürlich mit Uranus Venus-Konjunktion. Das ist das eine, was uns ein bisschen destabilisieren mag, unsicher macht. Also Venus herrscht auch das Prinzip Stier. Da geht es um diese auch physischen Werte, die uns da quasi mit Geldwirtschaft und so weiter Effekte haben könnte. Zudem haben wir auch ein Quadrat von Mondnoten im Krebs mit Chiron Lilith. Und das sind so Faktoren, dass natürlich hier das Thema unseres Wohlfühlseins irgendwie ganz stark konfrontiert wird mit so wunden Punkten, wo es um unsere primären Lebensqualitäten geht, die für unser Leben sorgen, dass es dahingehend zu einer gewissen Gefährdung kommen kann. Und all das ist jetzt wichtig, dass wir das wahrnehmen, dorthin geben, wo es hingehört und dafür sorgen, dass wir geistig klar bleiben und körperlich sozusagen mit einer gewissen Bevorratung. Und da geht es nicht um Hamsterkäufe, da geht es um eine Bevorratung von doch 2, 3, 4 Wochen und dass dafür gesorgt ist. Da gibt es langlebige Nahrungsmittel wie Nudeln, Reis, Bohnen und all das hat eine fast unendliche Haltbarkeit. Also ich habe es recherchiert gestern noch, es geht da um die 30 Jahre, hält das. Das kann man gut bevorraten, sich anlegen, einen gewissen Sicherheitsvorrat, wenn dieses Weltwirtschaftsbelieferungssystem irgendwie instabil wird, kann es zu Effekten kommen, die wir gar nicht bevorsehen können. Und auch ein bisschen Bargeld vielleicht zu Hause liegen lassen, wäre nicht so schlecht. Dollarkurs ist zufällig auch gestiegen auf ein Allzeithoch, auf 1500. Und ist auch nicht ganz untypisch in gewissen Krisenzeiten, ist der Goldkurs natürlich immer sehr, sehr am Anwachsen, war auch 2010 der Fall, nach dieser spannenden Episode dieser Finanzmarktblase. Seitdem hat sich nicht sehr viel verändert. Das heißt, wichtig ist, jetzt war gerade eine Zeit, wo ich da ein bisschen Energie vielleicht gedrückt habe mit diesen Aussagen. Es geht darum, dass wir das jetzt einfach abhaken als To-Do, sozusagen ganz vernünftig, rational, das dann gemacht haben und dann wieder uns dem widmen, was unser Leben von uns möchte, nämlich diese ganze Situation geht vom Steinbock-Prinzip, wo sich die alten Paradigmen massiv verändern, jetzt in ein Wassermann-Prinzip. Saturn geht jetzt im März in das Zeichen Wassermann, ist dann rückläufig, kommt dann wieder zu Jahresende mit Jupiter, Saturn in Konjunktion zur Wintersonnenwende, wird ein wichtiger Effekt sein bis dorthin. Und davor haben wir noch im April eben Pluto, Jupiter. Pluto bringt die Schattenseiten eines Systems, der Gesellschaft hervor und wenn Jupiter drauf geht, kann sein, dass es nochmal irgendwie nochmal drastischer sich zeigt. Wir werden sehen, was passiert. Wichtig ist in all diesen Umbruchsphasen, dass es darum geht, von der Perspektive, dass eine neue Welt entsteht, eine neue Weltordnung, eine neue Welt. Und wir sind aufgefordert, auch in dem Bereich unsere Welt mitzugestalten und unsere Essenz, unsere Potenziale sind dabei gefragter denn je. Es geht darum, dass wir andere Menschen unterstützen und begleiten und dahingehend auch diese Säulen da draußen repräsentieren, die Lichtsäulen, nicht nur quasi in dieser spirituellen Haltung, auch physisch durch unsere Vorbildwirkung. Und wir sehen immer es bei dem jeweiligen Leben, ob wir das, was wir sagen, auch dann leben und wir aufrichtig sind, korrekt sind, um hier einfach diese Zeit gut meistern. Und das ist eine wichtige Grundhaltung, dass wir uns nicht beirren lassen von all dem, sondern uns bewusst machen, dass das passieren musste oder passieren muss, was hier gerade sich anbahnt oder bereits eingetreten ist. Und das war nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Und wenn es dann passiert, dann tun alle so, als
seien Sie überrascht, aber das ist im Prinzip dessen, sich gewahr sein, dass das irgendwann diesen Zeitpunkt geben musste, dass es hier eine Bereinigung braucht, eine Neuordnung für einen gesunden Planeten, für Menschen, die hier ein neues Miteinander leben wollen, ist die Grundlage für eine lange Periode von Frieden und von einem anderen Miteinander. Und das ist die Konsequenz dessen, was sich hier aus dem heraus zeigen wird. Und wir können da einen Beitrag leisten für das Miteinander, für die Lebendigkeit. Und ich freue mich, wenn ich dich dazu positiv inspirieren konnte, auch wenn ein Teil dessen jetzt ein bisschen irgendwie nicht so angenehm vielleicht sich angefühlt hatte. Aber wichtig ist es, dass es hier einfach den Impuls gab, der dir hilft, einerseits Vorsorge zu treffen, andererseits positiv in die Zukunft zu schreiten und mehr denn je deine Essenz zum Ausdruck zu bringen. Ich bedanke mich fürs Dabeibleiben. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und ich werde in nächster Gelegenheit auch vielleicht Formate im Online-Kontext hier mir überlegen, inwiefern wir die Energie auch in diesem Kreis etwas halten können, weil auch wenn es online ist, live online, ist es immer sehr spannend, dass die Energie einfach sehr stark verbindet und wunderbar uns auch irgendwie stützt, unterstützt. Und das braucht es jetzt, ein paar Inseln, die uns gegenseitig unterstützen, um die Energie zu halten, um positiv hinauszugehen. Und das ist eine Angelegenheit, die ich machen werde, die du machen kannst, die wir alle tun können, dass wir hier kleine Kreise schaffen von vielen positiven Ausrichtungen. Das verändert die göttliche Matrix, das wirkt auf einer anderen Ebene. Sei dir gewiss und in dem Sinn wünsche ich dir eine gute Zeit. Ich danke dir.